Hallo Leute, willkommen bei Planet Zoo. Dies ist Teil 17. Und hier haben wir mal einen Überblick über den ganzen afrikanischen Bereich, würde ich mal sagen. Also das auf beiden Seiten unserer Bootstour. Und ich habe überlegt, was für Tiere sollen wohin kommen. Und hier dieses zweite Savannengehege. Muss ich mal gucken, ob das so vielleicht kleiner aussieht. Das scheint mir nämlich so gigantisch. Ah ja, das sieht jetzt viel kleiner aus und das ist größer geworden. Die Perspektive ist also schon eindeutig. Dann versuche ich mal von oben zu gucken. Weil mir schien das eben so als, boah, das ist so unglaublich groß, das muss man teilen. Aber jetzt sehen wir es von oben. Es ist immer noch sehr groß, weil das hier so eine Ausbeulung hat. Man könnte also hier lässig noch ein zweites Gehege abtrennen. Und auch hier könnte man eigentlich ein kleines Gehege abtrennen, falls man mehr Tiere drin haben will, als wir aktuell geplant haben. Weil mir scheint dieses Gehege schon sehr gigantisch und ich glaube, dies da ist dann noch gigantischer. Ah, aber wir könnten hier gleich bei dieser Ansicht bleiben. Und ja, was habe ich hier noch? Für dieses zweite Savannengehege oder sagen wir mal, wenn ich hier was abteile, für dieses immer noch sehr riesige Gehege, habe ich jetzt alle Tiere, savannentaugliche Tiere geplant, die hier nicht drin sind. Und zwar sind das Zebras, Warzenschwein, Strauß, Weißschwanzgnu und Rappenantilope. Also 5 Tierarten. Das wird noch ganz üppig. Und dann bin ich durch die Zoopedia durchgegangen, um zu gucken, was gibt es noch für afrikanische Tiere. Und hier der Strauß, der kommt da ja schon rein in das Savannengehege. Und andere Tiere aus Afrika, die wir haben, ist hier zum Beispiel der afrikanische Wildhund. Und der würde da schon hinpassen, auf die kleine, auf die Insel beispielsweise, in eins der kleineren Gehege. Und die Hyäne, für die gilt das Gleiche. Die könnten aber auch ins Raubtiergehege, also in den Raubtierbereich passen, in Richtung Afrika. Das habe ich mir so vorgestellt. Also hier kommt ein großes Raubtierhaus hin oder vielleicht auch hier. Wo genau, müssen wir noch sehen. So ein Komplex eher mit mehreren kleineren Innengehegen. Und jedes hat dann noch einen freien Auslauf nach draußen, das deutlich größer ist. Und man kann das als Besucher dann innen besuchen. Und man kann aber jedes Gehege auch außen angucken. Und so, dass die Tiere reichlich Auslauf haben. Und trotzdem gibt es so einen Innenbereich, wo sie dann zum Beispiel sich reinflüchten können, wenn es mal schneit. Was es nicht tun wird, aber man kann sich das ja mal vorstellen. Und die afrikanischen Tiere, wie zum Beispiel den Löwen, den will ich dann hier in Richtung Afrika machen und den Gepard. Und da ist dann die Frage, soll ich den afrikanischen Wildhund und die Hyäne hier mit reinmachen? Dies hier sollen hauptsächlich Raubkatzen sein. Und für die Bären dachte ich mir sogar, dass ich da noch ein extra Haus mache. Irgendwie mehr hier so oder so, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Insofern ist es bei den Wildhunden und den Tüpfelhyänen schon so eine Frage, die könnte ich auch hier auf der Insel unterbringen. Und da könnt ihr mir jetzt schreiben, was ihr gut findet. Denn ich werde das heute nicht entscheiden, sondern ich warte ab, bis ihr mir sagt, ja, Wildhunde und Hyänen auf die Insel oder in den Raubtierbereich. Das gleiche gilt für die Affenähnlichen. Also hier haben wir den Cutter. Gucken wir mal, da kommen sie. Das ist jetzt nicht so direkt Afrika, aber ich würde Madagaskar nochmal zu Afrika mit dazu zählen.
Und ebenso haben wir den roten Wari. Da. Der ist auch von Madagaskar. Die kann man in ein Gehege packen. Und die brauchen halt Klettergeräte, ähnlich wie die richtigen Affen. Darum könnte man die dann in den Affenbereich machen. Da will ich ja auch einen großen Affenbereich machen. Oder ich packe die hier auf die Insel. Ich denke mal, wir hätten Platz. Wir würden sie hier alle unterkriegen. Die Gehege wären dann halt nicht so gigantisch überdimensioniert, sondern würden eher normaler werden. Und weil wenn ich die weglasse, die afrikanischen Wildhunde, Hyänen, Katas und roten Waris, haben wir hier lauter sehr große Gehege. Denn auch das hier ist ein großes Gehege. Seien wir mal ehrlich. Selbst wenn ich hier noch so ein paar Imbissstände und so hinbaue, ist das immer noch sehr viel Platz für Tiere. Gut. Das waren die unklaren Typen. Dann klare Typen, die nach Afrika gehören, sind rosa Flamingos. Die könnte man zwar auch in Asien unterbringen, aber ich fände die hier sehr passend. Das habe ich schon extra für die gemacht. Weil das irgendwie zu der Bootsfahrt gut passt. Das sind ja auch so Wassertiere und darum würde ich die gerne hier unterbringen. Dann die Aldabra Riesenschildkröte. Gucken wir wieder in der Zoopedia. Die müsste hier ziemlich weit vorne sein. Die kommt auf so einer winzigen Insel hier vor. Ist auch in der Nähe von Afrika, auf den Seychellen. Zählt hier auch offiziell zu Aldabra, Afrika. Die können wir also da auch mit reinnehmen. Und ja, relativ kleines Eckchen auf der Insel reicht dann völlig. Dann haben wir den Niala. Mal gucken. Habt ihr schon mal von denen gehört? Ich nicht. Also jetzt bin ich hier schon öfters mal drüber gestolpert. Es sind einfach, ja, noch irgendwelche Antilopen. Hier, sieht schön aus. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Bongos. Und die wollen auch nicht mit anderen zusammen sein. Darum brauchen die ein eigenes Gehege. Den kann man nur ein nettes Gehege machen. Die Frage ist, wollen wir die überhaupt drin haben? Soll es vollständig sein oder nicht? Weil, sagen wir mal so, ich muss nicht unbedingt Nialas im Zoo haben. Aber wenn wir es vollständig haben wollen, macht es Sinn und Platz genug hätten wir wohl. Das gleiche gilt für den Spießbock. Hier. Der sieht ja cool aus, finde ich. Hier sieht man nochmal ein anderes Foto. Und kommt auch von Afrika, mehr so Namibia-Ecke. Und mag auch nicht mit anderen zusammen sein. Ja, der braucht ein bisschen mehr Platz, denke ich, weil das mindestens 5 Tiere sein sollen. Und nur 270 Quadratmeter. Na, das sollten wir schon größer machen. Also da würde ich auch sagen, brauchen wir die oder nicht, diese zusätzlichen Antilopen. Und dann gibt es noch ein Zwergflusspferd. Kommt auch in Afrika vor. Mal gucken, wie hoch die sind. 85 cm Schulterhöhe. Und vergleichen wir das mal mit dem anderen Flusspferd. So. Flusspferd. Die sind... Wo ist denn hier die Schulterhöhe? Hier steht nur die Länge. Na gut, okay. Auf jeden Fall sind die auf jeden Fall größer, ganz klar. Ja, passt nach Afrika. Würde eventuell sogar hier in diese Ecke passen, denke ich. In die Nähe von dem Flusspferd, anderem Flusspferdgehege. Und man könnte hier wohl schon auch 2 Gehege draus machen. Dann könnte man das, weil hier sind ja Mitarbeiterräume, könnte man den Weg vielleicht hier lang führen und dann haben die hier
Ja, relative Freiheit außer den Bootstouristen. Ja, also ihr könnt mir mal sagen, was ihr so haben wollt. Ich denke, ich fange hier mal mit einem Flamingo-Gehege an. Weil das ist für mich relativ klar, die will ich haben. Ist das Wasser eben genug? Ich hoffe es. Dann ist auch die Frage, wie groß mache ich das Gehege? Da muss ich jetzt ja auch ein bisschen auf Verdacht das machen, weil ich noch nicht weiß, ob ihr sagt, na ja, also auf die ganzen Antilopen können wir verzichten und die Katas hätten wir lieber bei den Affen und die Raubtiere bei den Raubtieren, dann wäre hier eher angesagt großes Gehege. Oder wenn ihr sagt, na schön, alles hier rein und möglichst vollständig, dann ein bisschen kleiner. Aber ich kann ja die Gehege auch noch variieren. Ich denke mal, aber bis hier hinten muss man jetzt nicht gehen mit denen. Oder? Nee. Ist die Frage, ob man hier dann noch ein anderes Tier unterkriegt. Hier in diesem Eck. Alter Bra-Riesenschildkröten vielleicht. Aber die wären vielleicht auch hier in diesem Eck ganz gut. Tja. Ich ziehe einfach jetzt mal einen Zaun. Muss ja was passieren. So. Ich denke mal, die Flamingos brauchen wahrscheinlich nicht so einen üppigen Zaun. Allerdings gehen diese schönen Holzzäune so schnell kaputt? Ich guck noch mal bei den Flamingos, wie hoch der Zaun sein soll. Rosa Flamingo. Ein Meter soll er hoch sein, Grad 1. Dann könnte ich ja auch fast so eine Hecke nehmen. Vielleicht mache ich so eine Hecke. Ja. Ist erklimmbar, nicht wasserdicht, braucht er auch nicht sein. Ich probiere das mal. So. Ah, setzen wir einfach hier mal an. Und ja, das ist die Frage. Soll ich die hier abschotten? Gehen die da in das steile Wasser rein? Wahrscheinlich mögen die es nicht so steil. Dann mache ich hier den Zaun erstmal ohne. So ein Stückchen zumindest. So. Viel, viel kleiner. Ja, vielleicht 3 Meter. So. Jetzt mache ich das größer. Na komm. So. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich hier halt einfach Glaszaun stattdessen. So, gucken wir mal. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Und zwar mit einem Heckenzaun. So. Vielleicht so 1,14 sicherheitshalber. So. Und hier machen wir das kürzer. Irgendwie habe ich gesehen, ich glaube bei Geekism, der hat das irgendwie mit einer Steuerung kürzer gemacht, ohne dass er jedes Mal hier darum doktern musste, sondern es wurde dann Meter für Meter kürzer. Aber ich weiß nicht, wie es geht. So, hier brauchen wir immer einen Durchguck. Darum mache ich jetzt hier mal Holz, denn ich glaube, die Hecken können keine Fenster haben. Ja, die haben keine Fenster. Also machen wir hier Holz. Es wird ein vielfältiger Zaun.
So. Und hier gehen wir nicht bis ganz zu den Tierpflegerhütten ran. Das kann man jetzt noch länger machen. Weil das ja keine Tierpflegerhütten sind, sondern ich hier noch welche hinstellen werde. Vielleicht noch ein... Ich gehe mal noch weiter weg, also so, damit ich da auch noch Mitarbeiterraum unterkriege. Denn die Mitarbeiterräume sind an der Stelle eher ein bisschen knapp hier auf der Insel. Also diese Pausenräume. So. Das kann jetzt mindestens einen Meter kleiner. So. Und jetzt machen wir es wieder unsichtbar. Und gebogen. Na komm. Ach, also erstmal gerade. Und kürzer. So, jetzt. Und jetzt wieder größer. Und hier einrasten. Das müssten wir dann aber aus Glas machen. Ich glaube, ja. Okay. Barriere bearbeiten. Verwandeln wir dieses hier mal in Glas. Okay. Da kann man einen kleinen Felsen hinstellen. Das hier sieht aus wie Glas. War nichts mit dem Unsichtbar. Dann schiebe ich das ein bisschen weiter rein. Und mach ab hier unsichtbar. So. So, wunderbar. Und hier oben kommen jetzt Fenster rein. Ich meine, ich könnte hier auch direkt Glas machen. Tja. Ja, ich denke, ich mache das hier direkt aus Glas. Weil das ist so niedrig. Da hat man dann nur da unten irgendwie so für die Kleinkinder Guckfensterchen. Es geht natürlich auch. Aber wenn ich es aus Glas mache, dann können die da auch gucken. So. Gut. Und jetzt, wie machen wir das am besten? Es ist ja hier schon ziemlich hügelig. Und hier ist es sehr nah an den Leuten. Vielleicht mache ich erstmal hier einen Eingang. So. Und dann gucken wir, was sich hier machen lässt. Einrichtungen, Mitarbeiter. So. Ja. Den stelle ich mal so hin. Und mach da keine Gruppe draus. Und dann kommt hier die Tierpflegerhütte. Nein, die will ich nicht. Ah. So. Jawohl. Oh, ich hoffe, der ist es nicht zu schräg hier. Scheint's doch. Und passt die hier hin. Da geht's nicht, das ist dem zu dicht. Und hier passt es auch nirgendwo.
Nein, nein, nein. Und zur Not würde ja auch noch hier gegenüber gehen. Es ist ja immer noch kein weiter Weg zum Gehege. So. Okay, jetzt gucken wir mal, was die Belästigung angeht. Dies hier, das geht gerade so. Und das, ja, ist in Ordnung. Gut, das wird dann irgendwann zu dem netten afrikanischen Minidorf umgebaut. So. Jetzt, hier werde ich kein weiteres Gewässer machen können, weil das zu steil ist. Aber vielleicht kann ich da noch einen Tümpel machen. Denn Flamingos mögen gerne viel Wasser. Und das ist zwar schon ganz üppig, aber vielleicht lässt sich da noch mehr machen. Ach, das macht keinen Sinn, so in den Hang rein. Das kriege ich ja gar nicht gefüllt. So. So, gucken wir mal, was sich da so wassermäßig tut. Ja, das geht doch. Dann haben sie hier so eine kleine Sandbank irgendwie. Okay. Dann besorgen wir jetzt noch Futtersachen für die und dann kaufen wir uns Flamingos. So, rosa Flamingos heißen die hier. Okay, wir nehmen mal eine große Futterschüssel. So, und das Wasser, das stellen wir hier hin. Und jetzt die ganzen Spielsachen. Ah, die haben hier so ein Suchfutterbecken. Das sollte ich dahin machen, wo hier die Futterschüssel ist. Und die stellen wir stattdessen hier hin. So, Suchfutterbecken. Möglichst nah hier ans Wasser. Denn das ist auch voller Wasser, wie man hier schon so sieht. Und da finden sie irgendwie neckische kleine Krebsleins oder sowas. So, ein bisschen Sprüh und ein Spiegelmobile. Und die Kräuterwitterungsbeschäftigung. Das mögen irgendwie offenbar fast alle Tiere. Und der Wasserfall. Na, das ist doch toll, dass die den auch kriegen. Ui, ui, der hat hier aber ganz schön was aus dem Gelände rausgestampft. Ich glaube, ich schalte das mal ab, dieses Gelände abflachen. Das hat zwar so seine Vorzüge, aber es hat auch Nachteile. So. Flach trotzdem ab. Naja, was soll's. Ja, flach trotzdem ab. Vielleicht kann ich das da ein bisschen angleichen. Man kann ja hier glätten. So. Bestimmt mögen die sowieso nicht so viel langes Gras. Ich mach mal hier ein bisschen kurzes Gras. Und ich schätze mal, dass sie vorwiegend Erde mögen. So, jetzt gehen wir hier noch mit Erde drüber. Also zumindest dort, wo ich die in Zoos gesehen habe, da haben die immer irgendwie sehr erdreiche Gehege. Und ich fürchte auch, dass sie wenig Pflanzen mögen.
So. Gut, Flamingos. Ich bin ja ziemlich froh, dass ich dieses Let's Play hier im Sandbox-Modus spiele. Im Sandkasten-Modus. Sonst hätte ich Sandbox-Modus sagen müssen. Weil das ist wirklich schön entspannt hier mit dem Kaufen und so. Man kriegt ja Albträume bei dem... Die sind aber ganz schön alt. Mein lieber Herr Gesangsverein. So. Ich glaube, man kann auch mehrere Männchen. Das muss ich immer noch mal gucken. Also man kann hier ganz entspannt kaufen und es gibt nicht diese Wucherpreise und man hat ja auch unbegrenzt Geld. Man kann entspannt mit allem bauen. Es ist lange nicht so stressig. Bis zu 500 Männchen und 500 Weibchen. Gut, dann können wir ja noch ein Flamingo dazu kaufen. Nein, das war das Falsche. Wahrscheinlich sollte ich auch noch mehr kaufen. Was aber lästig ist, ist, dass hier im Sandbox-Modus der Filter wegfällt. Im Franchise-Modus bleibt der Filter da. So. Nehmen wir ihn noch. Wir kaufen jetzt hier mal den ganzen Markt leer. Das macht ja nichts, weil die werden ja wieder nachgeneriert. Da nimmt man ja niemandem was weg. Anders als im Franchise-Modus. So. Jetzt gucken wir mal. Und Franchise-Modus spiele ich ja auch. Aber dies hier ist gefühlt mein Haupt-Let's Play und da kann man entspannter bauen. Wir haben hier kein Handelszentrum in der Nähe. Vielleicht sollte ich hier doch noch ein Handelszentrum hinbauen. Die Frage ist nur, wo. Weil das war ja mit den Gebäuden hier schon schwierig. Ah, daneben könnte ich noch ein Handelszentrum hinbauen. Einrichtung. Das kann natürlich sein, dass es jetzt schon zu spät ist. Für diese Fuhretiere. Aber auf die Insel kommen ja noch mehr Tiere. Hey, Weg. Du sollst entstehen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ja, das scheint zu gehen. Ach. Ach so. Ah, ich sehe, das ist so weit oben. Klasse, klasse. So. Ne, komm ein bisschen runter. Nicht so doll. Nur ein bisschen. Tja. Jetzt geht's gleich ganz auf Tauchstation. Tja, was mache ich denn da? Ich mache das unabhängig von der Gruppe. Das wird weggeschmissen. Und... Das sieht dann zwar nicht so ordentlich aus. Na, jetzt ist das wahrscheinlich sauer, weil hier schon so ein Wegansatz ist. So. Ja, auf dieses Wegsystem wird ja viel geschimpft. Da bin ich nicht die Einzige, die da was zu fluchen hat. Ich meine, man kann sich dran gewöhnen und kann sich dann sozusagen damit arrangieren. Aber es bleibt irgendwie nervig. Ja, da passt gut. Okay. So.
Gucken wir mal, ob die Flamingos teilweise von hier kommen. Ah, dann könnte ich hier aber auch noch Zoohilfe anstellen. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Idee. So. Komm. Hier. Da. Willst du nicht? So, ja. Hier. Ihr müsst ganz viele Flamingos bringen. Ja, ja, genau. Rennt mal schnell. Ja, eifrig, eifrig. Und einen Tierpfleger sollte ich auch noch anstellen. Und natürlich dann noch Gruppenzuordnung und so. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie die Flamingos kommen. Flop, flop. Und? Ja, die soziale Gruppe wird ständig etwas besser. Na, hier können sie gut durchrennen. Das ist doch schon mal prima. Und die Qualität der Mahlzeit, die wird gleich mal verbessert. Oh, und ich muss mal gucken, ob die abhauen können. So. Ja, können sie. Oh, oh, schade, schade. Jetzt versuche ich erstmal, ob ein Felsen hilft. Mache ich das aus und setze hier erstmal einen Felsen hin. So, den großen. Eieiei, ist der hier aber gigantisch. So. Und jetzt drehen wir den ein bisschen. So, und dann kommt hier noch ein kleiner hin, der hier den Pfosten verdecken soll. Okay. Und jetzt gucken wir wieder, ob die hier immer noch fliehen können. Tja. Oh, die können hier super auf die Felsen draufklettern. Das sind gute Felsenkletterer. Nicht schlecht. Finde ich ja eigentlich gut. Aber das bedeutet, dass wir hier Glaswände machen müssen. Nun gut. So. Barriere bearbeiten. Und irgendwie sind auch schon Aktivisten angekommen. Also jetzt wahrscheinlich nicht wegen denen. Vorhin ging es nach allen Tieren gut. Aber die kommen ja oft schon, wenn ein Tier einfach mal ein bisschen gestresst ist für ein paar Minuten, dann kommen gleich die Aktivisten an. So. Dann ziehe ich das hier jetzt aber mehr ans Land dran. So, der kann niedriger sein. Oh, nicht so. Muss ich einzeln machen. So. 1,90. Ja, ich mache hier mal 1,90. Ist ja Glas, da kann man ja durchgucken. Und lasse ich das so schief? Ja. Aber hier kann ich auch wieder ans Land gehen, damit die nicht hier reinfallen und dann nicht mehr gescheit rauskommen oder so. Weil die sollen ja gar nicht in den Graben rein. So. Gut. Die Höhe ist fürs Erste okay. Gut. Jetzt checke ich mal kurz, warum die Aktivisten gekommen sind. Viel Müll vorhanden. Die Tickets sind sehr günstig. Aha. Das Erdferkel. Ah, ja. Da ist bestimmt eins erwachsen geworden.
Zu viele ausgewachsene Tiere. Gut. Dann schicken wir ein Erdferkel weg und dann kriegen die künftig keine Babys mehr. Die sind aber ganz schön empfindlich irgendwie. Ich glaube nicht, dass das in echt so krass ist. Freilassen. Jawohl. Obwohl gut, wenn die normalerweise so einzeln leben, dann würden die halt einfach sich dann in der Natur aus dem Weg gehen, weil sie eben gern alleine sind. Und hier im Zoo können sie das nicht. Also bei manchen Tieren ist das wahrscheinlich schon so. Gut. Jetzt holen wir hier mal einen Tierpfleger, der diese lustigen Futtersachen füllt. Oh, hier ist das Wasser wieder sauberer geworden. Ich bin ja gespannt, ob das so bleibt. Und hier schwimmen sie. Das ist gut. Also die Flamingos können ja warten und schwimmen. Mhm, hier haben wir eine ernsthafte Verletzung. Oh, der ist wohl schon verletzt angekommen. Na, dann haben wir gleich mal einen Tierarzt. Ja, und hier in diesem Ding können sie schön warten. Jetzt gucken wir mal, ob der Boden okay ist. Oh, und die Folge ist schon wieder ziemlich lang. Zu viel Erde. Und zu wenig Fels. Na, das können wir noch schnell machen, denke ich. Oh, das ist dieser grobe Fels. Sieht immer so ein bisschen unecht aus. So. Also der grobe Fels sieht gut aus, wenn er am Berg ist. Also auf dem steilen Berg, meine ich. Ja, das ist okay. Einen Rückzugsort brauchen sie noch. Und mit den Pflanzen sind sie sogar schon zufrieden, aber da können wir noch was dazu machen. Ich werde ihnen in der nächsten Folge einen netten Rückzugsort bauen und ein paar Pflanzen hier verteilen, damit das Ganze hübscher aussieht. Weil jetzt ist es ja doch sehr trostlos. Ich meine, die sind gar nicht so unglücklich, abgesehen von dem fehlenden Rückzugsort, aber für unsere Augen sieht das sehr trostlos aus. Ich weiß ehrlich gesagt kaum, wie man bei den wenigen Pflanzen, die die mögen, das idyllisch hinkriegen soll. Ja, vielleicht kann man ja noch ein paar Ecken mit ein paar Felsen machen oder so. Mal gucken. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.